Die erste Regierung hat uns erzählt, dass historisch der Föderalismus in Deutschland eingeführt wurde, um den Staat zu schwächen von den Siegermächten. Aber wenn wir beispielsweise auf die Vereinigten Staaten schauen, dann könnte man den Gedanken gewinnen, dass sie das vielleicht einfach nach ihrem Ebenbild designt haben, weil sie das für ein ganz gutes Modell hielten mit dem Föderalismus, weil sie das schon lange so pflegen und sehr gut pflegen und sehr intensiv. Sieht man ja gerade. Dann kommt die Idee davon, dass es keine Idee oder keine gemeinsame Identität oder keine Verbundenheit mit den Bundesländern gibt, jetzt gerade. Da sind wir uns persönlich gar nicht so sicher. Also ich habe durchaus andere Erfahrungen gemacht, erstens. Zweitens, wenn dem so ist, mag das durchaus daran liegen, dass die Bundesländer vielleicht in manchen Fällen nicht richtig designt sind, dass man Grenzen anders setzen müsste, dass man vielleicht Bundesländer vereinigen oder spalten müsste. Aber sicherlich nicht daran, dass diese Länder dann nichts teilen. Ich bin der Meinung, wenn wir ein Areal haben, beispielsweise den Ruhrpott, mit sehr, sehr ähnlichen Problemen, mit sehr, sehr ähnlichen Lebensbedingungen, mit auch einer sehr, sehr ähnlichen Historie, die ganz anders ist als beispielsweise in Bayern, dann ist da durchaus eine Form von gemeinsamer Identität da und durchaus eine Form von gemeinsamem Bewusstsein für die Probleme, die eben lokal da sind. Wir sind der Meinung, dass das etwas ist, was gewürdigt werden muss. Ja, arm sein ist auch eine gemeinsame Identität, aber arm sein aus bestimmten Gründen, arm sein in einem bestimmten Referenzrahmen, arm sein in einer bestimmten Situation, ist eben genauso eine gemeinsame Identität. Und wir sind der Meinung, dass das alles auf eine gewisse Art und Weise Minderheiten sind. Dass das alles auf eine gewisse Art und Weise Minderheiten sind, die in einer Demokratie vor der Tyrannei der Mehrheit geschützt werden müssen. Und wir sagen, wir überlegen uns, wie wir all diese einzelnen Minderheiten optimal schützen. Wir wissen jetzt noch nicht, wie wir das für jede Einzelne machen. Wir wissen noch nicht, wie man das optimal machen kann. Aber wir sind der Meinung, für diese regionalen Minderheiten, für Menschen mit gemeinsamen regionalen Identitäten, mit gemeinsamen regionalen Problemen, haben wir eine super Lösung gefunden. Und dann lass uns diese super Lösung, den Föderalismus, doch auch bitte anwenden. So, wir haben also darüber gesprochen, dass es eine super Lösung ist für Menschen und ihre spezifischen Probleme. Wir haben darüber gesprochen, dass dadurch der Staat sehr gut funktioniert, dass das Subsidiaritätsprinzip eine sehr vernünftige Sache ist. Wir haben darüber gesprochen, dass Kontrolle von zentralen Regierungen eine sehr gute Sache ist. Und ich möchte darüber reden, wie sich denn der Föderalismus zur Demokratie verhält. Ich habe diese Zwischenfrage eben schon gestellt, ganz am Anfang, mit der Frage nach der Europäischen Union. In der Europäischen Union haben wir ja auch eine Demokratie, ja? Und die Europäische Union ist sehr, sehr, sehr groß. Und wir beobachten, dass bei Wahlen, beispielsweise zum Europäischen Parlament, die Leute nicht sonderlich begeistert sind. Da niemand so wirklich liebt, die Leute sich nicht dafür interessieren. Und wir fragen uns, woran liegt das? Und die Antwort, die wir darauf geben möchten, ist, dass Demokratie gut funktioniert, aber eben nicht in jeder Größenordnung beliebig gut funktioniert. Dass Demokratie gut funktioniert, aber nicht eben über alle Gruppen und beliebige Größenordnungen hinaus. Wir sind der Meinung, es gibt quasi eine optimale Größenordnung für funktionierende Demokratie. Wir sind der Meinung, es gibt durchaus ein optimales Level, auf dem man Demokratie ansetzt. Und wenn man sich von diesem Level zu weit entfernt, und wir sind der Meinung, das passiert bei der EU, dann haben die Menschen ein Problem damit, dann wird diese Demokratie nicht funktionieren aus einer ganzen Reihe von Gründen. Also Europa schlecht? Ein föderales Europa ist durchaus eine gute Idee. Ein zentralistisches Europa, genauso wie ein zentralistisches Deutschland, ist eine sehr schlechte Idee, weil eben, das erkläre ich dir jetzt gleich, Michael, die demokratischen Prinzipien auf diesem Level nicht funktionieren. Die erste Idee ist ganz einfach. Das Problem ist, dass sowohl in Europa als auch auf Bundesebene für viele Entscheidungen die Entscheidungen der Politiker zu weit weg sind von denen der Menschen. Das passiert auf ganz vielen verschiedenen Leveln. Erstmal passiert es oft, dass Entscheidungen getroffen werden, die nicht direkt lokal anwendbar sind. Und dann fragt sich der Bürger, verstehen die mich denn nicht? Sind das Menschen, die nicht aus meinem Umfeld kommen? Wahrscheinlich sind das Menschen, die sehr weit weg von mir sind, die auch aus anderen Arealen kommen, aus anderen Schichten. Das sind effektiv Menschen, die so weit weg von mir stehen, dass sie mich kaum repräsentieren können. Andererseits verstehe ich diese Menschen auch nicht. Vielleicht sind das Menschen, die aus Bayern kommen und mit Verlaub haben die eine so andere Kulturgeschichte als ich, dass ich gar nicht so wirklich verstehen kann, woher die ihre
konservative Ideologie beziehen und aus welchen Perspektiven diese Entscheidungen zustande kommen. Effektiv gewinne ich das Gefühl, das ist keiner von uns, der da über mich entscheidet. Und wenn das keiner von uns ist, der da über mich entscheidet, dann akzeptiere ich diese Entscheidungen deutlich weniger und b, bin ich wahrscheinlich auf der Meinung, dass das Prinzip der Demokratie nicht sonderlich gut funktioniert und partizipiere weniger an dieser Demokratie. Und es reicht ja schon die Wahrnehmung davon, dass diese Leute weit weg sind, dass die Leute mich nicht verstehen und dass ich sie nicht verstehe. Allein die Wahrnehmung reicht für diesen negativen Effekt. Diese Wahrnehmung beobachten wir auf EU-Ebene und ich bin der Meinung, wir sollten uns davor hüten, dass wir dieses Problem auch in Deutschland bekommen. Das zweite Problem ist, dass wir immer eine Form von gemeinsamer Identität brauchen. Und wir haben über diese Identität eben schon gesprochen. Das muss noch lange nicht heißen, dass wir irgendwie alle die tollen Nordrhein-Westfalen sind oder was auch immer. Das muss einfach nur heißen, dass wir alle ein Gefühl davon haben, dass wir im selben Boot sitzen, dass wir gemeinsame Bedingungen teilen. Und wir sind der Meinung, dass diese gemeinsame Identität fundamental wichtig ist für Demokratie. Warum? Na, in einer Demokratie muss man ja immer Entscheidungen akzeptieren. Es wird immer darüber entschieden, was mit einem passiert. Und es wird von anderen Leuten leider sehr oft entschieden. Und wir stellen uns die Frage, wie einfach ist es denn für mich zu akzeptieren, was andere über mich entscheiden und unter welchen Bedingungen ist das einfach oder schwer? Tina. Ganz kurz, Marc. Mikro. Du hast, glaube ich, schon richtig das Problem erkannt, dass wir uns nämlich momentan leider noch nicht an Europa orientieren. Aber die Lösung hast du uns noch nicht präsentiert und hier ein neues Problem für euch. Warum ist die Wahlbeteiligung auf Länderebene niedriger als im Bund? Das kann ich dir ganz einfach erklären. Das Problem mit der Länderebene ist das, was ihr schon aufgemacht habt, dass ihr nämlich mit der Zeit immer mehr Kompetenzen von den Ländern auf den Bund übertragen habt. Dadurch sind die Länder machtlos und irrelevant. Wenn man das ändert, wenn man das ändert nach unserem Plan, dann haben wir genau den richtigen Effekt. Dann haben wir die Wahlbeteiligung da, wo sie gehört hat, auf Länderebene, wo wir all die guten Konsequenzen nutzen können, die Wahlbeteiligung von dem Bund, da wo sie hingehört, und idealerweise balancieren wir das vernünftig aus. Das Problem liegt auf eurer Seite und nicht auf unserer. Wir sagen also, wir brauchen diese gemeinsame Identität. Warum? Damit wir Entscheidungen der anderen überhaupt akzeptieren können, dass es effektiv jemand von uns ist, der da über uns entscheidet und niemand von denen von den anderen. Wir sind der Meinung, wenn das so ist, wenn jemand über uns entscheidet, den wir als einen von uns akzeptieren, aber an einem gewissen Level. Dann sind das viel öfter Entscheidungen, die wir mittragen können, die wir akzeptieren und über die wir dahingehend das A, das System der Demokratie und B, die Partizipation der Demokratie verstehen, mittragen und akzeptieren werden. Das heißt, was wir effektiv sagen, ist, es gibt ein richtiges Level, eine richtige Größenordnung, auf der man Demokratie idealerweise applizieren sollte. Und diese ideale Größenordnung liegt bei den Ländern und deswegen sind wir stolz auf unseren gut funktionierenden Föderalismus.